Ja, hi und herzlich willkommen zum neuen Video von der Spielpirat alias Spielpirat.de. Ja, wir haben hier ein neues Unboxing für euch und zwar geht es hier um den B146, den Cosmic Pegasus W105R2F. Und zwar geht es hier um das Hasbro Unboxing, ne? Von dem gleichnamigen, normalerweise gleichnamigen Bay Big Bang Pegasus von Takara Tomy. Hier haben wir nur das Problem, dass wir hier eine ganz gravierende Abweichung wieder haben vom Original. Aber nichtsdestotrotz werde ich es euch nicht vorenthalten, das Schmuckstück hier mal auszupacken. Was sei zu sagen, wir haben auch hier wieder unsere Sternebewertung mit Angriff und Verteidigung und Ausdauer. Da sehen wir, dass unser Energy Ring der Pegasus 3 6 Angriffssterne verdient und einmal Ausdauer. Das Fusion Wheel, ja, was, ich sag mal, wenigstens farblich so ähnlich gehalten wurde wie das Original, aber auch trotzdem den extrem abweicht, hat hier auch 6 Angriffssterne und eine Ausdauer. Dann haben wir unseren W105er, das gleiche wie beim Galaxy Pegasus auch, mit einem Stern Angriff und einen in der Verteidigung. Und da kommen wir auch wieder zur altbewährten Spitze, der R2F mit 6 Angriffssternen und einer Verteidigung. So, ich möchte natürlich jetzt gleich mal darauf hinweisen. Was haben wir hier? Wir haben hier einen grandiosen Bay. Man sieht hier in blauer Facebolt mit silbernem Aufdruck. Ja, ist schon mal ganz wichtig. Wir haben ein W105 in blau. Wir haben eine R2F, die aussieht wie der vom Galaxy Pegasus. Man könnte meinen, hier spart man vielleicht an Geld oder ist das alles identisch? Und ich möchte euch doch gerne mal zeigen, was hast du hier so alles auf die Reihe kriegt. So, als allererstes Mal muss ich hier den Code richtig hinzaubern. Da haben wir nämlich, den werde ich später euch nochmal zeigen. So, hier die Anleitung, kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier ein riesen Pamphlet, man gibt sich wenigstens Mühe und druckt jeden Bay auch wirklich hier auf diesen, was auch immer für das, was für ein Format sein soll. Das ist ja nicht mal A3. Also irgendwie seltsam. Man gibt sich Mühe und tippert hier vieles ein. Also macht hier auch den originalen Hasbro Bay-Verschnitt wenigstens drauf. Okay. So, dann schauen wir uns doch mal an, was wir hier für Einzelteile haben. Ups. Da könnte uns ja schon direkt was auffallen. Alter, schlimmer kann man den Mist hier aber auch nicht einschweißen, oder? Boah. Meine Güte, da bricht man die ja kaputt, bevor man die benutzen kann. Aber egal, dennoch bin ich ja stolz, dass wir in Deutschland Takara Tomy nicht verkaufen dürfen, sondern eben nur Hasbro. Och, darunter war eben gerade noch die Reißleine. Wir haben hier in Rot unseren Stewing Launcher, auch leicht marmoriert. Schwarze Reißleine etc. drum und dran, Werkzeug. Gut, fangen wir doch mal an mit unserer Faceboard. So. Okay, die sieht einigermaßen gut verarbeitet. Oh, da, guckt mal. Die sieht einigermaßen gut verarbeitet aus. So, jetzt stellen wir doch eine Abweichung fest, oder? Normalerweise, wie auch zum Beispiel auf der Karte, auf der Verpackung überall abgebildet, wäre ja hier die Faceplate mit dem silbernen Aufdruck. Jetzt haben wir einen roten. Dafür stimmt die Untergrundfarbe, dieses marmorierte Blau. Und glänzend, ja. Naja, seltsam auf jeden Fall, dass wir hier schon mal die erste Abweichung haben. Kommen wir hier zu unserem Pegasus 3 Energy Ring. Die Farbe hier ist ein Blau-Metallic. Erinnert mich so ein bisschen, ich glaube, an die Dreierpack Midnight-Variante. Da gab es, glaube ich, auch so ein blau-marmoriert Metallic. Das ist jetzt auf jeden Fall die Grundfarbe für diesen Bay in der Oberseite. Dann haben wir hier, ach ja, große Abweichung, unser Pegasus 3, Entschuldigung, hat er hier nicht. Also die Ausprägungen sind fast identisch. Leichte Erhöhungen hier an den Seiten, aber das macht nicht allzu viel aus. Ich guck mal, wartet mal. Hier haben wir noch den alten den Galaxy Pegasus, also den Pegasus 3 Energy Ring. Ob man sieht, es sind nur leichte Veränderungen zu sehen. Im Gesamten, ich versuche mal drauf zu legen. Ja, hat eine kleine Veränderung, aber
nichts Relevantes. Ah, die Farbe ist aber übrigens ja fast identisch mit dem Galaxy Pegasus, was einen Energy Ring angeht. Gucken wir uns mal das Fusion Wheel an. Das Cosmic. Ja, hier zu Recht Cosmic und nicht mehr irgendwie hier Big Bang oder sowas in der Richtung. Und auch keine Übersetzung davon. Wir haben hier nur noch eine rote lackierte Fläche in drin. Keine Angst, die wird wahrscheinlich auch nicht abschrammen, weil hier drin kommt eh kein Bay ran. Also, ey, super, die haben dazugelernt. Hasbro macht auch nicht zerkratzfähige Flächen. Ironie aus. So, hier haben wir natürlich die Flügel des Fusion Wheels. Die sehen sehr schön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut verarbeitet, keine scharfen Kanten, nichts. Und nach unten hin haben wir hier leichte Ausprägungen an den großen Teilen der Flügel. Ja, und nach oben hin sieht man es natürlich auch. Kann er etwas kicken. Ja, schön. Gefällt mir, auch wenn es 100% abweicht vom Original. Dann haben wir hier ein, ja, normal wie auch beim Galaxy Pegasus schon verarbeitetes Spintrack, 105er. Hier haben wir es mal in Blau, hier haben wir es in Rot. 1A identisch. Ich rutsche mal aus dem Bild, tut mir leid. Liegt daran, dass ich gerade so eine Lichteinstrahlung habe und selbst nicht so richtig mein Display sehen kann. Was uns aber auffällt, wenn ich nicht dagegen haue, ist der Verpackung blau, hier rot. Da sieht man es ja nicht auf der Karte, weil die ist ja nicht mehr so ausgiebig wie die alte. Merkwürdig. Kommen wir doch mal zur Spitze. So, hier haben wir einen R2F. Die sieht auch fast identisch aus wie die alte. Ich werde aber mal gucken, wenn wir es vergleichen können. Merkt man aber einen kleinen Unterschied. Also die Spitze ist schon so gedreht und geformt wie die alte, das ist richtig. Man hat hier nur an dem Stegübergang größere, ja, ich würde mal sagen, Balancestreifen vielleicht gemacht, wenn eine Schräglage liegt, dass er hier nicht so abrupt aufliegt. Das könnte vielleicht einen kleinen, feinen Unterschied bringen, aber bei dem großen Fusion Wheel kann es auch sein, dass da irgendwas nicht ganz so, ja, schräg liegen kann, bevor er umkippt. Hier die Grundfarbe Rot mit einer schwarzen Gummispitze drin. Ja, würde ich doch mal sagen, bauen wir den ganzen Bay einfach mal zusammen. Sicherlich habt ihr ja gestern schon den ersten Teil von Beyblade Metal Fury gesehen. Den zweiten Teil habe ich auch gefunden, zum Glück. Und den werde ich euch gleich hier verlinken im Video. Also ihr habt ihn gleich am Anfang nochmal gesehen und hier am Ende wird es jetzt gleich nochmal sein, dass ihr den Bay verlinkt bekommt. Und ja, in der Videobeschreibung werde ich ihn auch nochmal reinstellen, dass ihr den da auch findet, falls ihr irgendwas nicht angezeigt bekommen solltet. So, ich hoffe, es euch gefällt. Ich habe da so ein paar Leute, die ich immer wieder finde, die dann irgendwo, ja, so eine Folge hochladen. Und ist immer sehr interessant. In guter Qualität natürlich. Ich möchte nicht diese 0815 Geschichten machen. Hier, da irgendwie weiterempfehlen. Das macht ja keinen Spaß. Ja, das ist unser fertiger Cosmic Pegasus. W146er, W105 R2F. Ansonsten, eigentlich sieht er ganz gut aus. Schönes Design. Ich habe hier noch die WWA-Version von Takara Tomy. Die hat unten auch noch eine veränderte Form und nicht diese schöne 4D-System-Spitze. Ja, leider. Ich habe den bis jetzt immer noch nicht gekriegt. Aber davon kommt auch noch ein Unboxing. Vielleicht sogar morgen, vielleicht übermorgen, die Woche, nächste Woche. Mal gucken. Und dann werden wir die beiden auf jeden Fall nochmal vergleichen. So macht er schon was her. Können wir nochmal gleich vergleichen. Gleich vergleichen. Ich bringe jetzt ganz viele Gleichungen hier rein. Mit dem Galaxy. Vom Gewicht her habe ich... Oh ja, ja. Da scheint er ein bisschen schwerer zu sein. Nicht allzu viel. Ja. Ansonsten von der Größe. Seht selber. Ist immer schwierig mit so einer Einpunktoptik der Kamera. Aber vertraut so ein bisschen auf mein Urteil. Der Cosmic Pegasus ist ein bisschen größer, dürfte trotzdem die gleichen Schwächen mit der Spitze haben. Spintrick ändert sich ja auch nicht von der Höhe. Jedoch das Fusion Wheel könnte ein bisschen lustiger werden und vielleicht haben wir hier auch ganz gute Chancen mal im Kampf, ja, was zu schaffen. Hier haben wir den Code. Ja, wer zuerst da ist, den braucht, der kriegt ihn zuerst. Tut mir leid, viele, die noch nicht zu Hause sind. Ich werde noch weitere Codes verteilen in der nächsten Zeit. Und ja, da würde ich doch vorschlagen, machen wir gerade noch mal einen kleinen Kampf
zwischen beiden Beyblades. Nicht wahr? Und mal gucken, wer hier als erster aus dem Rennen gehen wird. Anfängt tut hier Cosmic Pegasus. So, das war auf jeden Fall eine absolut geile Sache. Cosmic kann richtig fliegen. Der ist mir hier wow, voll aus der Arena mit einem Tipp raus auf meine Lampe gesprungen. In Arena-Höhe und ist dann wieder zurückgesprungen mit einem Tipp in die Arena. Also wenn das mal nicht ein geiler Fail war, dann weiß ich auch nicht. Ich fange einfach nochmal an. So Leute, also wir können so ein Video auch künstlich in die Länge ziehen. Der zieht auf jeden Fall richtig Bombe ab, aber hilft dir alles nichts, wenn er draußen oder im Aus oder wo auch immer landet. Gucken, jetzt haben wir beide drin. Ja, so richtig an die Begrenzung halten sich beide nicht. Also ich weiß nicht ganz genau, weil der war ja im Aus gewesen, hätte hier Galaxy auch gewonnen. Vielleicht ist es auch nicht die richtige Arena. Pass auf, ich mache mal einen Arena-Wechsel. Ach, guck mal hier den Code. Falls ihn noch nicht jemand hat, könnt ihr nochmal nehmen. Welche Arena nehme ich denn jetzt hier? Ich habe ja so wenig. Ich nehme mal die von letzten Mal. Bah, es staubt hier immer. So, die Graffiti den Bay Stadium. Und vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Chance, ein bisschen mehr Glück und ich ziehe nochmal ab. So, na, das ist nochmal ein Kampf. Die Arena flippt schon, ich halte sie mal fest. Ja, super. Also die beiden nehmen sich auf jeden Fall nichts. Ja, die Schwächen haben sie beide. Wird auch kein langer Kampf werden, aber hier ist ordentlich Power hinter. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt zum Schluss eher weniger, jetzt ist es halt, wer kippt zuerst. Dormont, das wird natürlich der Neue sein. Ja, war ja klar. Es ist immer so, dass die neuen Base hier alle umkippen. Und es war schon beim Eldrago Destructor so gewesen. Aber daran kann ich auch nicht viel ändern. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video mit einem positiven Daumen bewerten solltet. Wenn nicht, schade. Aber für alle, die den Kommentar schreiben und das gut finden, wäre es doch echt cool, wenn wirklich ein Daumen hoch geht. Ist ja nur ein Klick, hilft mir aber weiter und all denen, die wollen, dass noch mehr Videos kommen, auch. Und ja, ansonsten denkt noch an die Beyblade-Folge, die ich verlinken werde und denkt dran, jeden Tag ein neues Video, jeden Tag ein neuer Link, jeden Tag die Chance, noch mehr zu sehen. Bis dahin, ich verbleibe euer der Spielpirat.